Hallo zusammen, hier ist euer Robert und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, das einige von euch sich gewünscht hatten. Und zwar geht es um die zwei Solarpanel, die ich besitze. Und zwar GoZero Boulder 100 Briefcase, das faltbare. Und das Nomad 100, ebenfalls von GoZero. Denn einige von euch hatten gefragt, ja, wie sieht es leistungsmäßig aus, sind sie vergleichbar oder nicht. Bevor wir anfangen, ihr seht, ich bin ein bisschen draußen, bei mir in der Gegend, wo ich wohne, ein Bach nebendran und so weiter, wird ein bisschen Störgeräusche geben, aber ich hoffe, ihr hört mich gut und ihr habt Spaß beim Video, genauso wie ich beim Dreh. Also fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, bevor wir zu den Leistungsdaten kommen, also wie viel Strom wird erzeugt, was ich übrigens hier schon mal vorbereitet habe, mit meinem selbstgebastelten Rahmen für das Nomad 100, damit ich den Winkel einstellen kann, weil Stützfüße hat es nicht. Und ich werde meine Yeti Lithium, und zwar die 1000er habe ich, benutzen mit dem eingebauten MPWM Laderegler und dem MPPT Laderegler vergleichen, wobei wir haben wirklich perfekten Sonnenstrahl. Also der MPPT Laderegler wird wahrscheinlich nicht viel mehr bringen, aber lassen wir uns überraschen. Doch bevor wir dazu kommen, vielleicht schnell mal zum Äußeren. Was mir persönlich schon mal auffällt als Unterschied ist, das Boulder 100 Briefcase ist deutlich schwer. Und zwar knapp unter 12 Kilogramm. Das ist wirklich ziemlich schwer so. Und das Nomad 100, das wiegt knapp unter 5 Kilogramm, also weniger als die Hälfte. Zudem, wenn wir die Größe vergleichen, ihr seht, das Nomad 100 im gefalteten Zustand ist in etwa halb so groß. Auseinandergefaltet natürlich ist die Fläche sogar ein bisschen größer, würde ich sagen, als beim Boulder 100. Aber ja, das wären so die wichtigsten Unterschiede, die äußeren. Was man aber nicht vergessen darf, der Preis. Denn auch wenn das Nomad 100 halb so schwer ist, halb so groß, es kostet doppelt so viel. Das macht ja durchaus Sinn heutzutage. Ich meinte, ich hätte für das Boulder 100 Briefcase um die 230 Franken, Schweizer Franken bezahlt, sind um die 210, 220 Euro. Und das Nomad 100, ich meinte auch 440, also fast wirklich das Doppelte. Und ja, ich würde sagen, ich stelle den Testaufbau fertig auf und dann legen wir los. So, der Testaufbau ist aufgebaut mit den zwei Solarpanelen, dem Boulder 100 Briefcase, auseinandergefaltet, ist über Scharniere miteinander verbunden und dem Nomad 100 ebenfalls auseinandergefaltet. Auf meiner Behilfskonstruktion, sage ich mal, für das Nomad 100 habe ich versucht, genau den gleichen Winkel einzustellen. Denn wie ihr vielleicht wisst, beim Boulder 100 Briefcase hat es zwar Standfüße, aber diese sind fix, also man kann sie nicht im Winkel groß verstellen. Das heißt, soviel ich weiß, hat man immer einen Anstellwinkel von 30 Grad. Jetzt im Sommer wird es ziemlich ideal sein, aber halt im Frühling, Herbst sieht es ein bisschen anders aus. Da muss man sich ein bisschen behelfen mit Unterlachs, Brettern oder was auch immer. Hier bei meiner Konstruktion kann ich die Füße hier frei bewegen und entsprechend den Winkel verändern, aber eben ist auch meine eigene Konstruktion. Ich weiß nicht, wie lange sie halten wird, aber ich würde sagen, wir legen los und schauen uns bei meiner GoZero Yeti 1000 Lithium, wobei ob 1000er, 1400er oder die 3000er spielt keine Rolle. Auch bei den neuen X-Modellen, die in Amerika verfügbar sind, sollte sich das Ganze in etwa ähnlich verhalten. Und zwar haben wir hier den PWM-Laderegler, der eingebaut ist, und ich habe zusätzlich noch hier oben den MPPT-Laderegler, der entsprechend etwas effizienter arbeiten sollte, vor allem bei schlechtem Wetter, was wir aber heute nicht haben. Das heißt, wir haben einen perfekten Sonnenstrahl. Das heißt, wenn da nur ein paar Prozent mehr rausschauen, seid nicht enttäuscht. Es ist einfach so. Gut, schauen wir gleich mal los, und zwar Boulder 100 Briefcase. Stecken wir den gleich mal am PWM-Laderegler an.
Ich hoffe, ihr seht etwas. Es dauert immer einen Moment, bis die Leistung ansteht. Und wir sehen, sie steigt auf 62 Grad. Und wir wollen gleich mal keine Zeit verschwenden und das Nomad 100 anschließen, auch am PWM-Laderegler. Wir hatten 62 Watt. Das unten ist übrigens die Spannung der Batterie der Yeti, also lässt euch nicht da beirren. Und ihr seht, wir haben 50 Watt, also doch 12 Watt weniger. Wobei, ja, bin ich jetzt persönlich doch überrascht, muss ich zugeben. 53, also ja, 10 Watt weniger. Was wir jetzt aber tun werden, wenn wir schon die Zeit haben, ich werde nochmal das Boulder 100 Briefcase anschließen, damit wir den aktuellen Wert nochmal haben, und dann werde ich gleich mal den MPPT-Laderegler verwenden, um zu schauen, was da bei idealen Strahlenbedingungen so das Ganze ausmacht. Also 62 Watt immer noch. Stecken wir jetzt hier ein. So, der MPPT-Laderegler hat schon mal Kontakt aufgenommen. Wir haben 66 Watt. Also 4 Watt, das sind ja knapp 7,5%, schätze ich mal, mehr. Stimmt das? Ja, ich denke schon, ha? Als mit dem eingebauten PWM-Laderegler. Und das ist doch beachtlich, finde ich, weil die Bedingungen sind ja ideal. Also nichts Wolken und Schatten oder ähnliches. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Nomad 100 am PWM-Laderegler. Dem eingebauten haben wir wie zuvor wahrscheinlich, schauen wir mal. Ja, wie vorher 52 Watt, ändert sich ja nichts ohne Wolken. Und am MPPT-Laderegler, er ist vorher noch auf 53 wieder gestiegen, aber ja, kein Riesenunterschied. Aber gehen wir mal von 53 aus, geben wir diesem Panel 1 Watt mehr. Und am MPPT-Laderegler dauert es einen Moment. Und wir sind doch auf 60, 61 Watt. Und das ist schon erstaunlich. Sprich, beim Nomad 100 lohnt sich der MPPT-Laderegler deutlich mehr, denn wir haben hier einen Zuwachs von ja, 7, 8 Watt. Und das sind ja doch ja, über 15%. Sprich, diese vier Einzelpanel scheinen in einem anderen Spannungsbereich optimal zu arbeiten als das Boulder 100 Briefcase. Und was wir jetzt natürlich machen können, also nochmal zum Vergleich, vielleicht 61, 60 Watt, Nomad 100 und das Boulder 100 Briefcase am MPPT Laderegler. Ja, 65 Watt, also sprich am MPPT-Laderegler sind die fast identisch. Am eingebauten PWM-Laderegler leider nicht. Und was wir jetzt natürlich machen können, ist beide am MPPT-Laderegler anschließen. Und wie ihr seht, wir haben wirklich die Summe, oder praktisch die Summe der beiden Leistungen, nämlich 123, 125 Watt, was jetzt bei der Yeti 1000 bei 80% Ladekapazität eine Restladedauer von knapp 2 Stunden entspricht. Und das ist schon cool. Also diese zwei Solarpanel am MPPT-Laderegler sind wirklich effizient. Einzeln auch am PWM-Laderegler, aber Boulder 100 deutlich mehr. Gut, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde sie versuchen zu beantworten, auch ein bisschen schneller als diesmal. Nächste Woche geht es übrigens nach Brünn, in die Tschechische Republik, an die Rennstrecke mit der Triumph Daytona Motor 2 Limited Edition, 765 Kubik. Und abonniert doch meinen Kanal, falls euch Motorräder, Autos, Campingausrüstung oder auch Campen selbst interessieren. Dann verpasst ihr nichts, aktiviert dafür auch die Glocke. Und gebt mir doch einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, da sage ich beim strahlenden Sonnenschein, wir sehen uns.